Die von Kindern als real empfundene Bedrohung vorm Schlafengehen, unterm Bett sei ein Monster, wird auch in diesem Horror-Thriller von den Erwachsenen nicht ernst genommen. Wenngleich in Archer's Peak, einem beschaulichen Ort in Amerika, immer mehr Kinder zunächst spurlos verschwunden sind. Doch immer irgendwo draußen im Dunkeln, wie nach dieser einen Mutprobe der Jungs, die James angestiftet hatte, ein Außenseiter, der prompt ins Visier der Ermittler gerät. Erica Slaughter jedoch glaubt an Monster und sie hat einen Plan. James Tynion IV war schon Autor bei zahllosen Batman-Stories und ist unter anderem für die preisgekrönte Comicreihe The Woods verantwortlich. Auch der Italiener Werther Dell'Edera ist DC und Marvel erprobt und zeichnete längere Zeit für Brian Azzarellos Hitserie Loveless. Hier wählt er einen nüchternen Illustrationsstil, der jedoch von expressiven Splatter-Panels aufgesprengt wird. Something is Killing the Children wurde 2020 als beste neue Serie für mehrere prestigereiche Awards nominiert. Es soll zumindest ein weiterer Band folgen.